Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an, 1.13. Oh, spielen. Guckt euch das Design an. Alter, krasses Hintergrundbild hier. So, und ich würde mal sagen, ich nehme jetzt nicht irgendeine neue Welt oder so. Nein, wir nehmen jetzt mal eine alte Welt, ja. Ich würde mal sagen, die Snapshot 18B. 03 zur Hand. Natürlich geht das nicht, weil es ist eine ältere Version, nicht, dass da Fehler passieren. Ich würde mal sagen, wir tun das Ganze mal optimieren. Weiß, was ich natürlich tue. Boom! Die Chancen sind durchgeladen. Ich kann diese Welt betreten. Ich nehme eine andere Welt. Guckt euch mal an, wie flüssig diese Welt läuft. Richtig heftig, ey. Nein! Eine Ewigkeit später. Tausend Jahre später. Hä? Ich hab's gefunden. Endlich mal ein Ocean. Oh, was gibt's denn hier so? Hallo ihr kleinen Fischis, na, habt ihr heute schon was Leckeres gegessen? Boah, was ist das denn, ey? Das sieht ja voll krass aus, ey. Was ist das denn? Lava-Blöcke unter Wasser? Wie geht das denn? Okay. Nice Obsidian-Farm. In der Tat. Was ist das denn? Das ist eine Schlucht unter Wasser. Das ist ja richtig geil. Scheiß. Was bist du denn für eine? Was ist das denn? Hallo? Wohnt hier jemand? Eine Kiste. Oh geil, was hier für ein Zeug drin ist, Junge. Das muss ich direkt mitnehmen. Oh, hallo, ne? Und ist noch eine Kiste. Boah, Premium, ey. Das muss ich direkt anziehen. Ich muss mir mal kurz mit dem Eisen, was ich gefunden habe, erstmal ein Eimer bauen, damit ich mir einen Fisch fangen kann. Kommt mal her, die Kleinen. Oh! Okay, lassen wir jetzt den ganzen Scheiß mal, Leute. Ja, das war eine kurze Einführung davon, wie es demnächst weitergehen soll, wird. Nämlich ist es die 1.13 Vanilla rausgekommen, die offizielle Version von dem ganzen Shit hier. So, wir steppen jetzt einfach mal kurz zu dem Ganzen und ich talke. Aber jetzt mal nicht um den Hot Shit herum. Okay. Nein. Darf er das? Scheiß. 1.13. Und ihr wisst ja, ich habe Snapshots dazu gemacht, ja. Und ich war so, ich weiß nicht, etwas länger damit beschäftigt, Aquatikzeug fertig zu machen, beziehungsweise zu skripten, weil ich habe ein Video darüber angeguckt und das tue ich mal ein bisschen aufschreiben, dass ich überhaupt weiß, was Neues dazugekommen ist. Das Video ging 30 Minuten und das legt sich bei mir dann immer hinten an, wenn es zu lange geht, weil da muss ich immer so viel aufschreiben. Und das ist es, ja. Ich habe jetzt einfach gesagt, yo, warum nicht? Ich warte jetzt einfach, bis der 1.13 offiziell raus ist und dann werde ich, ja, a little bit darüber talken. Vom Shit her. Nein, Spaß, Leute. Jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Will versuchen, endlich mal das ganze Zeug hier hinter mich zu bringen und das Ganze wird passieren, ja. Jetzt ist die neue Version draußen und ja, ich habe mir das so gemacht, ich gehe jetzt nicht jeden Snapshot durch und werde euch erzählen, was für Neuerungen kamen. Nämlich, ich mache es praktisch so, es gibt jetzt ganz, ganz viele neue Dinge. Es gibt einfach mal Rinde, ja, Rinde, einfach mal so. Hier unten zum Beispiel noch Korallen oder Seetangblock, wie für Deko oder so. Das könnte man eigentlich auch mitnehmen, zum Beispiel auch so ein Schiff. Wenn man jetzt ein Schiff bauen würde, noch viele Dinge mehr, ja. Ja, es gibt richtig viel, es gibt hier zum Beispiel eine Seegurke, ja, oder eine Meeresgurke. Dann hier unten zum Beispiel auch noch Fächer, ja. Zum Beispiel ausgestorbene Fächer oder jetzt unter Wasser bei den Korallen. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele Dinge mehr, wie zum Beispiel jetzt hier ein Akkusator, ja. Das ist praktisch ein Unterwasserbiegen, aber da ich möchte noch nicht so viel erzählen. Es gibt zum Beispiel auch Schildkröteneier, wo man einfach rechts oben einfach mal bei den Koordinaten sehen kann, bis die breit sind und schlüpfen. Fische einfach mit in den Eimer mitnehmen. Das ist richtig cool. Und noch vieles mehr. Es gibt ja auch verschiedene Tiere und so. Ja, Herz des Meeres auch. Und auf diese welche Dinge möchte ich eingehen, ja, in den Videos, die demnächst kommen werden. Ich muss noch ein bisschen gucken, ich muss noch ein bisschen schauen, wie ich das Ganze machen werde.
Auf jeden Fall möchte ich in einem Video über eine Schildkröte reden, was die alles macht, wo die spawnt, wie das funktioniert mit denen. Und dann zum Beispiel auch noch mit den Delfinen. Da möchte ich auch noch ein bisschen drüber labern. Dann zum Beispiel auch noch neue Blöcke, die hinzugefügt wurden. Ja, und vieles mehr. Auch Befehle gibt es jetzt nicht groß mehr. Aber die Schiff. Ist das ein Zug oder was? Zum Beispiel die Schiffwracks oder sowas. Das ist auch wieder was komplett Neues und das müsste ich euch gerne vorstellen, ja. Wenn ich es bringen möchte und ich möchte das ganze Thema einfach beenden, weil wenn zum Beispiel jetzt, ich weiß es nicht, ob es wirklich so wird, aber wenn die 1.14 rauskommt, ja, dann denke ich mal, mache ich das nicht mehr, weil das tippt jetzt dann alles hinten hin und das ist noch nicht so toll, ja. Deswegen, ich werde jetzt nicht mehr Einzelheiten reden, auch nicht Bugfixes oder so. Ich möchte einfach bloß noch euch sagen, was die verschiedenen Dinge, die jetzt neu dazugekommen sind, auch alles können. So, und jetzt komme ich zu dem anderen Teil. Wegen Terraria einmal das. Ja, Melvin ist seit Donnerstag irgendwie nicht mehr da oder beziehungsweise nicht online. Ich denke mal, Internet ist abgekackt oder er ist in Urlaub, was auch immer, ich weiß es nicht. Ja, deswegen kommt erstens kein Terraria und die ganzen Videos, die mit Melvin kamen, die waren alle schon vorher in meinem Ordner. Also praktisch, die hat mir irgendwie zwischendurch mal aufgenommen und die habe ich jetzt hochgeladen. Ja, das ist erstmal das Ganze. Ich habe noch ein einziges Video übrig, das wird ihr auf jeden Fall dann übermorgen sehen. Dann Elix ist es so, das habe ich zurzeit nicht mit Chris aufgenommen. Machen wir sicherlich weiter, aber da ist halt eben so, ich habe nicht so richtig Bock drauf. Und das, was ich anfange, mache ich aber zu Ende. Ja, Leute, das, was ich anfange, mache ich zu Ende und deswegen ja, wird es auch noch kommen, ja. Ich werde erstmal ein bisschen was gucken. Ich habe nämlich mit Chris auch schon ein bisschen was geplant. Ja, irgendwann in ferner Zukunft mal auf seiner PlayStation ein paar Let's Plays aufzunehmen. Ja. Und ja, das ist erstmal das Ganze. Also Elix, ja, wird auf jeden Fall kommen. Bloß, wir müssen halt auch irgendwann mal aufnehmen und so. Kommt drauf an. Ja, das wird auf Zufall passieren. Und ja, Terraria. Ne, Melvin ist zurzeit nicht online und alleine will ich es nicht aufnehmen, weil das ist ja ein Together-Projekt, deswegen, Leute, und das wär's erstmal mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und tut die Glocke aktiviert, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video und ciao!